Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich habe mir für heute mal wieder eine Tour auf Komoot selbst zusammengebastelt. Sie führt mich so jetzt erstmal Straße überqueren. Sie führt mich jetzt erstmal Richtung Dorsten, Richtung Deuthen, Reken, Haltern und wieder zurück. Nur mal so grob umrissen. Und wenn ihr Lust habt, bleibt ihr dran und kommt mit. Ja, ich starte jetzt erstmal wieder auf der Römer-Lippe-Route. Bin hier gerade wieder auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Haltern und Wesel. Jetzt geht es erstmal parallel zu Lippe und Kanal nach Lippramsdorf oder Grenze Lippramsdorf und dann geht es dann gleich ein kleines Stückchen direkt an der Lippe durch die Lippeauen über den Deich. Da fahre ich auch immer sehr gerne her. So, hier wird die alte Bahntrasse kurz unterbrochen. Hier am alten Bahnhof ist auch ein nettes Café, aber macht erst später auf, sonst würde ich hier frühstücken. Ja, jetzt geht's hier erstmal Richtung Lippe weiter und dann auf dem Lippe-Deich. Und schon auf dem Lippe-Deich, dem folgen wir jetzt ein kleines Stückchen. Ja, da vorne sieht man schon einen Prellbock. Da liegen also noch Gleise. Von daher ist hier die Bahntrasse zu Ende. Die Römer-Lippe-Route geht nach links. Ich fahre jetzt hier aber nach rechts. Ja, hier in der Gegend war ich noch gar nicht viel unterwegs. Ich weiß zwar, wo ich hier bin und ich bin da schon mit dem Auto auch schon oft durch die Gegend hier gefahren, aber mit dem Fahrrad irgendwie, ich glaube, hier auf dem Weg war ich ein einziges Mal bis jetzt. Deswegen habe ich hier mal die Tour in diese Richtung geplant. Später dann die zweite Hälfte, da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Ah, die Sonne, da kenne ich mich ein bisschen besser aus.
Dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Ja, im Moment fahre ich hier, glaube ich, wieder am Herwester Bruch vorbei. Nicht durch. Das ist echt schön hier. Klar, viel flaches Land. Die Landschaft ist nun mal so. Da bin ich ungeplant wieder bei den Wasserbüffeln gelandet. Hatte ich gar nicht so ganz auf dem Schirm, als ich die Route geplant habe. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, je nach Tageszeit und Sonnenstand kann man auch mal Glück haben, dass die Büffel ganz nah am Zaun sind. Aber jetzt heute nicht. Mittlerweile sind wir in Deuthen angekommen. Wer in der Bundeswehr tätig ist und mit Logistik zu tun hat, der kann eventuell Deuthen kennen, weil hier großes Munitionsversorgungszentrum ist. Ich glaube, da kommen wir auch noch knapp dran vorbei. Ja, jetzt sind wir hier in der Öftermark, Naturschutzgebiet und Naherholungsgebiet. Ich habe da schon einiges von gehört, war hier aber noch nie. Aber ich denke mal, hier muss ich auf jeden Fall noch mal zum Wandern herkommen. Ich meine, okay, jetzt hier diese Wege sind natürlich eher zum Fahrradfahren gemacht, aber rechts und links gehen auch schmale Wege ab und die muss ich mir mal anschauen. Jetzt bin ich gerade durch Rade durchgekommen. Da scheint wohl heute schützenfest zu sein. Kann mir eine ganze Blaskapelle nacheinander auf Fahrrädern entgegen. Alle mit Instrumente auf dem Rücken oder unterm Arm auf dem Fahrrad. Ja, von Rade ging es nach Lembeck. Da habe ich aber nicht großartig gefilmt. Durch Lembeck durch, weil es ging die ganze Zeit an der Straße entlang. Auf dem begleiteten Radweg ist also kein Problem. Und jetzt ging es dann irgendwann wieder links rein, auf so eine kleine Straße hier. Und dann geht es gleich durch die Hohe Mark Richtung Regen. Da kommt kleinen Regen und hier muss ich dann gleich links ab. Regen habe ich links liegen lassen. Jetzt geht es dann Richtung Dülmen. Dülmen, Haus Dülmen. Jetzt fahre ich hier schon die ganze Zeit am Truppenübungsplatz vorbei. Über den Truppenübungsplatz kann man jetzt, ich meine seit letztem Jahr oder so, auch mit dem Fahrrad fahren oder durchwandern. Darf aber nur auf dem Hauptweg bleiben. Zum einen, weil da immer noch irgendwelche Munitionsreste liegen können, also Blindgänger. Und zum anderen, weil der Truppenübungsplatz, der ist jetzt ja auch schon seit einigen Jahren
still und dementsprechend hat sich da natürlich auch wieder einiges an Wild angesiedelt und das soll dann natürlich auch geschont bleiben. Ja, jetzt geht es erstmal, wie gesagt, Richtung Haus Dülm und dann geht es dann wieder Richtung Haltern und dann nach Hause. Durch diese hohle Gasse soll er kommen. Aha, da hinten ist schon die A43. Da muss ich drüber weg oder drunter her, weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, ich fahre wieder am Stausee vorbei, aber wie ich jetzt schon gesagt habe, ist ganz schön weit los. Ja, und vom Stausee fahre ich dann wieder Richtung Kanal. Und wie es dann zurückgeht, wisst ihr ja. Habt jetzt noch ca. 15 Kilometer. Ja, ich bin wieder am Wesel-Dattel-Kanal. Noch 10 Kilometer, dann bin ich wieder zu Hause. So, wieder auf meiner letzten Meile. Noch kurz bevor ich zu Hause bin. Ja, schöne abwechslungsreiche Tour. Da ist wohl ein kleines Stück mit Straße, wo man aber einen separaten Radweg hat, also kein Problem. Aber ansonsten ziemlich verkehrfrei. Kann man nicht meckern. Ja, am Stausee ist es immer voll. Das wusste ich vorher. Nun gut, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.